Wieder cooler Blog für Chemnitz 99ers. Mein Name ist Stefano, ich stehe hier mit Olaf, unserem Hallensprecher. Olaf, wie hast du das Spiel gesehen? Wir haben es ja relativ deutlich gezogen. Deine Impression vom Punkt? Also so wie du es ja auch gesagt hast, es war von der ersten Minute an wirklich eine gut geführte Partie, die glaube ich nur in den ersten paar Minuten, ich glaube es hat knapp 3 Minuten gedauert, bis die ersten Niners-Punkte erzielt wurden in dem Spiel, aber von da an, es war ein bisschen zäh ins Spiel reinzukommen, aber dann als die Truppe im Laufen war, war sie nicht mehr aufzuhalten. Und vor allen Dingen richtig geile Punkte und das Publikum ist mitgegangen, es war eine richtig schöne runde Sache. Und es hat für mich unheimlich leicht gemacht, weil zum Schluss brauchte ich kaum noch Musik spielen, weil die Körbe waren so geil und das Publikum ist, also das hat wieder alles gepasst und es war für alle ein richtig schöner, vergnügter Start ins erste Adventswochenende. Ich kann dem Olaf bloß recht geben. Olaf, was bedeuten die Niners dir? Ist da was Besonderes? Ist das deine Mannschaft? Hast du eine besondere Bindung zu unseren Niners? Also das auf jeden Fall. Es ist ja auch jetzt hier im, ich weiß gar nicht ganz genau, aber im 10. Jahr bin ich jetzt auch schon fast mit dabei. Und da hat man so viele Spieler kommen und gehen sehen. Und den Thorsten Leube als dritten Trainer habe ich ja auch immer mit zu den Spielen anmoderiert. Also das ist A, über die Zeit und dann durch die Intensität, weil man ja auch so nah ist bei dieser Truppe. Auf jeden Fall was eine ganz große Geschichte. Das ist nicht bloß ein Job, sondern es ist wirklich mittlerweile eine Herzenssache. Und es ist ja nicht das Heimspiel. Zwischendrin fieber ich ja genauso mit und hänge am Live-Ticker und verfolge die Truppe. Olaf, ich danke dir. Ich danke dir für die letzten Jahre, die du für uns den Hallensprecher gemacht hast, wo du für uns mit voller Power dastehst und wie du für uns Vollgas gibst. Olaf.